Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem neuen Süßigkeiten-Schnelltest. Beziehungsweise heute testen wir Apfelchips. Ja, Freunde, wirklich Apfelchips. Das Ganze kommt von Funny Frisch. Aus ganzen Äpfeln geschnitten, gebacken und nicht frittiert. Ich bin echt gespannt, wie sowas schmecken wird. Ich kenne solche Apfelchips nicht. Ich würde aber jetzt auch nicht sagen, dass es gesund schmeckt. Aber ob es gesund sein soll oder nicht, ist auch für uns total egal. Denn wir wollen einfach nur wissen, ob es gut schmeckt. Das Ganze hier ist auch für Vegetarier geeignet. Hier steht es auch nochmal. Boom. Veggie Chips quasi. Also ich bin echt gespannt, ne? Also ich bin echt ein Freund von Chipssorten, die mit... Oh, boah, das riecht echt nach Apfel. Aber richtig krass. Ja, richtig penetranter Apfelgeschmackgeruch. Eieiei. Ich habe hier sogar selbst noch hier oben. Das kann man auch nicht mehr essen, oder? Okay. Wie klein die Äpfel hier geschrumpft sind. Keine Körner. Also es sieht schon interessant aus. Ich wollte ja noch zu Ende sprechen. Ich bin ja eigentlich eher so ein Typ, wenn es um Chips geht, ich mag eher sowas wie Bacon, irgendwas Gegrilltes oder Käse oder dies oder das oder Ananas, gesalzt, Meeressalz, finde ich auch mal sehr geil. Aber Apfelchips, das klingt schon verdammt komisch. So, das ist nochmal hier eine Handvoll. Also sieht echt schon komisch aus. Also sie sehen halt wie Apfelscheiben aus, die einfach getrocknet wurden. Könnte man eigentlich auch theoretisch selber machen. Könnte wieder so ein aller Munde-Experiment werden. Aber schauen wir mal. Ich muss sagen, das sieht hier manchmal echt dreckig aus. Bin nicht sicher, ob man da sowas essen kann. Naja, probieren wir es einfach mal. Okay, sehr süßlich. Schmeckt halt nach Apfel. Vielleicht auch nach Apfelsaft schon in die Richtung. Also ich finde es ein bisschen komisch. Ja, irgendwas bleibt in den Zähnen hängen. Ich kann es euch nicht beschreiben. Das ist echt, ich weiß es nicht. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, dass es halt nach Apfel schmeckt. Also Apfelchips generell ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist jetzt nicht schlecht. Aber ich glaube, so auf Dauer kann ich nicht viele von essen. Freunde, mein Fazit zu den Apfelchips von Funny Frisch. Erstmal generell ist es eine sehr starke Idee, diese Apfelchips zu machen. Es ist sehr ungewohnt, solche Apfelchips zu essen, gerade wenn man andere Sachen gewöhnt ist. Ich weiß nicht. Ich persönlich würde ihn mir, glaube ich, kein zweites Mal kaufen. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach zu verwöhnt mit Chips oder einfach zu sehr eingeschränkt. Beziehungsweise ich bin zu stur, um mal andere Sachen zu probieren, so gerade Apfelchips und sowas. Obwohl, ich kann euch mein Fazit nicht sagen, ich bin so zwiegespalten. Ich finde es cool, aber ich will es mir nicht nochmal kaufen. Ich will es nicht nochmal essen. Also deswegen kann ich, Freunde, was meint ihr? Kennt ihr diese Apfelchips? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare und sagt mir eure Meinung dazu. Weil ich kann mir gerade keine Meinung dazu bilden, ehrlich gesagt. Ich bin so zwiegespalten. Freunde, ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Apfelchips-Schnelltest von Funny Frisch. Mein Fazit, ich weiß es nicht so genau. Ihr habt das schon ein bisschen gehört. Also ich bin so, zwiegespalten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, könnt ihr auch einen Daumen nach unten geben. Sonst für weitere coole, frische Videos einfach unten links auf Abonnieren klicken. Und bla bla bla, rechts die Videos könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr wollt. Ich bin immer noch am Kämpfen mit meiner Meinung dazu. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu davon hält. Haltet, Entschuldigung. Sonst, Freunde, ich bin raus und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Bis dann und tschüss.